Jetzt bin ich so weit vorne. Ich sehe aus, als wenn ich größer wäre. So bin ich ja nicht. Pass auf. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich habe heute einen Gast dabei, den Benjamin. Hallo Benjamin. Hi Stefan. Benjamin wird sich gleich selbst vorstellen. Es geht heute darum, Warhammer-Figuren zu fotografieren, beziehungsweise das Ganze kann man natürlich übertragen auf Lego, Playmobil, Matchbox, was auch immer du hast. Also so kleine Figuren, so ein bisschen Richtung Produktfotografie, aber in Szene gesetzt. Benjamin, stell dich doch mal ganz kurz vor. Hi, ich bin Benjamin aus Bremen, Hobbyfotograf. Und mein Hobby ist auch zusätzlich Warhammer-Figuren bemalen und in Szene setzen und zu fotografieren. Und das haben wir heute mal hier ein bisschen gemacht. Folgt ihm auf Instagram. Sag nochmal Warhammer, was ist das eigentlich? Ja, Warhammer ist ein kleines Spiel mit Figuren. Das spielt man zu zweit. Jeder hat eine kleine Armee. Und die stellt man halt zusammen nach einem gewissen Regelwerk, damit beide die gleich starke Armee haben. Und dann können beide gegeneinander spielen. Quasi Schach oder Risiko in wirklich groß. In wirklich klein quasi. Oder wirklich klein. So groß ist, wie groß ist so eine Spielfläche, wenn du spielst? Reicht ein Küchentisch? Nee, also es ist 1,20 mal 1,80 ist ein Spielfeld. Also am Ende sind da immer irgendwelche Staub und Fusseln und Haare drauf. Kein Hobby für jemanden, der eine Katze hat wahrscheinlich, ne? Ja, das ist schwierig. Hatte ich früher. Ja. Und die sieht man so nicht. Und später auf dem Foto ärgert man sich, na klar, dass die blöden Haare da sind. Mhm. So, was machst du denn? Jetzt baust du das Ganze so ein bisschen auf, ne? Genau. Hast du eine genaue Vorstellung, was du gleich haben willst, oder experimentierst du ein bisschen hier? Ich habe so eine grobe Vorstellung, aber ein bisschen experimentiere. Ich habe das gerade hier alles hingeschüttet und stelle fest, so, oh, das ist zu hoch und muss ich jetzt ein bisschen von diesem Sand wegnehmen. Okay. Das ist chinesischer Sand, der bleibt gut kleben, das ist ganz gut. Und den. Erzähl mir doch nochmal was zu den Figuren hier. Das sind Menschen, Cyborgs, was sind das eigentlich? Das sind Space Marines, also das Ganze spielt im Jahr 40.000 oder diese spielen im Jahr 30.000 nach Christus, also in ganz ferner Zukunft. Und das sind halt so genetisch manipulierte Superkrieger, die irgendwie 3 Meter groß sind und die Menschheit quasi retten sollen. Retten vor wem? Oder was? Vor den Aliens. Also im Jahr 30.000 hat die Menschheit schon alle Welten erschlossen. Also die ist in der ganzen Milchstraße verteilt, auf 1000 Welten, auf Millionen Welten. Und die Menschheit wurde irgendwann von der Erde wieder abgeschnitten. Und die quasi holen alle Menschen wieder zurück zur Erde und wollen ein riesengroßes Menschenreich aufbauen. Die Figuren, die hast du alle einzeln von Hand bemalt und so, ne? Genau, die habe ich zusammengeklebt und dann grundiert und dann bemalt. Und dann kommen sie zu den anderen in die Vitrine. Also zu Hause so einen großen Schrank mit den Figuren. Ja, so mittlerweile 2. Mhm. Das Problem ist, dass man nie fertig ist. Man hat nie alle. So, ganz wichtig ist, dass man so von unten kommt. Und nicht von oben. Also von oben sieht es halt aus, also hat man kleine Figuren auf dem Tisch. Und wenn man von unten kommt, hat man das Gefühl, man ist irgendwie Teil der Szene als Betrachter. Ja, klar, natürlich. Mhm. Ja, es ist ein krasser Unterschied zwischen 24 mm habe ich jetzt in der Hand und wir gucken auf 50 mm und da sehe ich jetzt ja nur diese Filmszene quasi und wenn ich so gucke, dann irgendwie alles doof. Genau, also man muss schon ein bisschen tätig sein, so 50 mm sind gut, weil sonst sehe ich irgendwie zu viel Hintergrund. Das müsste der Monitor riesig sein, ich müsste eine riesen Szene aufbauen. Mhm. Dann, wenn ich so ein bisschen tätiger bin, dann kriege ich so ein bisschen Szene hinten auch drauf, aber nicht zu viel. Mhm. Das würde dann irgendwie stören. Also ein bisschen tätig heißt ab 50, oder? Ja, zwischen 50 und 80, so sind die meisten Bilder. Okay, man sieht jetzt hier auch sehr schön, man braucht überhaupt noch nicht viel Platz. Ne? Also das kann man auf dem Küchentisch ganz bequem machen im Grunde. Also wir haben jetzt hier einen Meter Platz, größer muss der Tisch ja gar nicht sein. Genau, man muss auch gar nicht so viel aufbauen und dann kann man auch mit den Figuren so wechseln, wenn man die hat. So, und du erzeugst trotzdem relativ viel Tiefe, weil du hast im Grunde mehrere Schichten. Du hast ja einmal die Figuren hier mit dem Gebäude auf verschiedenen Ebenen schon und dann der Monitor dahinter mit der Ruine oder was ist das dahinter noch? Ne? Genau. Und dadurch habe ich auf dem Foto nachher Tiefe. Genau, ich versuche irgendwie auch wie in der Landschaftsfotografie mehrere Tiefen zu erzeugen. Also ein Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. In dem Fall sind die Figuren der Vordergrund, das ist das, was interessant ist. Dann habe ich so halb hinten was, dass ich erkenne, okay, der Hintergrund ist noch so, da ist noch ein bisschen was da und dann kommt irgendwie so ein Himmel im Hintergrund. Das ist meistens gar nicht wichtig, was da zu sehen ist. Hauptsache, es ist nicht einfarbig, dass es irgendwie ein Verlauf ist. Und dann erzeugt man damit auch die Stimmung. Also jetzt ist es so ein
So ein blauer Himmel. Blauer Himmel, der auf dem Bild aber nachher natürlich Autofokus ist. Ne? Genau. Ein bisschen verschwommen ist, ja, genau. Da kann man überlegen, dass man vielleicht das auch ein bisschen dramatischer macht, vielleicht einen Sonnenuntergang nimmt. Da müssen wir nochmal rumspielen. Ja, komm mit. Tausch mal den Himmel aus hier. Und zwar ganz, ganz digital analog sozusagen. Naja, nicht im Photoshop, sondern. So. Jetzt können wir uns mal den Bremer Müllberg angucken. Ja, ist natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre im Hintergrund. Also vorne hat sich ja nichts geändert, aber einfach der Hintergrund ist schon mal ganz anders. Ja. Im Vordergrund muss ich dazu sagen, Licht haben wir noch gar nicht aufgebaut, ne? Das machen wir erst gleich. Aber es sieht schon mal nach was aus. Also gegenüber so langweilig und aus der Perspektive schon gleich viel interessanter. Fokus. Da. So, noch ein kleines Detail. Wir sind auf Blende 10 aktuell, weil du natürlich jetzt nah dran bist und die Figuren sind klein. Und wenn ich jetzt auf Blende 1 gehe, dann 1,4 gehe, dann ist natürlich gar nichts mehr scharf. Ne? Genau. Ich muss mal einmal zeigen. Auto ist fixgestellt. Achso. Ja. Genau. Ja, okay, ich verstehe das Problem. Jetzt ist der Himmel tatsächlich nur noch eine Farbe. Auch die Ruine hinten sieht man nicht mehr als Ruine, sondern jetzt sieht man das eigentlich ganz schön, ja, genau. Ja, also wenn man später auf dem Bild hat, sieht man das auch ganz genau, dass die Augen von der einen Figur scharf sind und von den anderen beiden sind die schon dann so unscharf, dass es eigentlich schon gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Immer im Hinterkopf behalten, du willst natürlich vor allem auch tatsächlich die Figuren zeigen. Ne? Dir geht es ja nicht nur um Stimmung, Atmosphäre, sondern du willst die Figuren zeigen und soll sehen, dass du die Mühe gegeben hast mit dem Anmalen und so weiter. Genau, genau. Mhm. Es gibt so Künstler, die machen das so, versuchen das so realistisch wie möglich darzustellen. Ich habe das Gefühl, ich möchte so zeigen, okay, ich will die Figuren schon zeigen. Also ich habe viel gemalt, habe mir viel Mühe gegeben und so sollen die danach aussehen. Hast du dir verdient. So versteckte Sachen, die man auch gar nicht so auf den ersten Blick sehen soll. Ich habe da so einen kleinen Mini. Was ist das? Ein Roboter? So ein Roboter oder sowas in der Art. Mhm. Und der kommt dann halt irgendwo so, soll der so zu sehen sein. Aber nur so ganz im Hintergrund. Genau. Und das, dann machen wir den mal hier vorne hin. Dass man später das Gefühl hat, okay, da gibt es noch so Sachen zu entdecken. Also, dass ich nicht alles am ersten Blick irgendwie wahrnehme, sondern so ein bisschen gucken kann, ah, guck mal, da ist noch was. Und da ist auch noch was. Das macht das Ganze dann so ein bisschen spannender, dass das Bild halt nicht in den ersten 2 Sekunden komplett aufgenommen wurde, sondern dass man immer noch was entdeckt. Mhm. Und das verweilt dann halt, gerade bei Instagram, Leute scrollen halt so durch, aber wenn ich immer noch was zu entdecken habe, dann bleibe ich halt stehen. Mhm. Ja, das macht ein gutes Foto aus, dass man verweilt. Ja. Mhm. So, Benjamin, jetzt lass uns doch mal über Licht reden. Wie möchtest du das Ganze jetzt beleuchten? Ja, also wichtig ist, dass das Licht möglichst weich ist, damit ich keine Lichtreflexe auf den Figuren habe. Die Lichtreflexe habe ich ja gemalt. Die sind ja auf den Figuren draufgemalt. Aha, du hast sie quasi wie beim Comic. Ah, ich verstehe. Aha, natürlich. Okay, ich verstehe. Ja, und wenn ich jetzt einen Lichtreflex habe mit einem harten Licht, dann ist der bestimmt 1, 2, 3 Millimeter dick. Mhm. Und der nimmt total viel von der Figur ein. Mhm. Und dann sehe ich die Details der Figur nicht mehr. Okay, weil ich denke natürlich jetzt Mensch hat eine Kleidung an und die will ich Lichtschatten erzeugen mit Licht. Ja. Aber das hast du natürlich schon draufgemalt. Genau. Ah. Und die Sache ist halt auch, dass bei einem Menschen ist dieser Lichtreflex 2-3 Millimeter, ist halt total interessant und klein. 2-3 Millimeter bei einer 3 Zentimeter Figur ist riesengroß und wirkt total unnatürlich. Mhm. Okay, das muss ich fast mal ausprobieren. Okay, aber ich lasse dich mal machen. Wir haben jetzt hier 2 große Lichter hingestellt. Das ist eine 90er Softbox und so ein LED-Panel. Und du machst jetzt ein Zangenlicht damit, ne? Genau. Mach doch mal. Genau. Was ich halt will, ist, dass es irgendwie einigermaßen realistisch aussieht. Also auf dem Bild kommt von hinten die Sonne. Aha, das nimmst du schon mit rein. Sonne kommt von hinten, wir haben nur eine Sonne, also kann das Licht jetzt nicht von da kommen, wo du stehst, sondern es muss so ein bisschen zumindest. So ein bisschen. Also wir spielen ja irgendwie im Weltall, da kann es auch 2 oder 3 Sonnen geben, alles möglich. Es sollte aber nicht total unnatürlich aussehen. Mhm. Also wenn das Licht jetzt nur von vorne kommen würde und hinten sehe ich die Sonne, dann habe ich das Gefühl, immer stimmt da nicht. Ja, okay. Ja, okay, dann tune doch mal die Kamera. Also jetzt gehst du in Belichtungskorrektur rein quasi oder manueller Modus halt. Genau, also manueller Modus ist immer wichtig für mich. Dann mache ich, bei dir ist alles anders. Ja, das ist Sony, bei jeder Kamera ist alles anders. Ja, also ich mache auf jeden Fall einen Timer, muss ich reinmachen. Ja, das ist so wie immer bei Sony, der ist hier standardmäßig 5 Sekunden, 2 Sekunden. Ja, genau. Dann ISO. Mhm, ISO ist rechts, bei jeder Sony rechts. Ah, ich habe das bei mir alles, ich habe alle Köpfe. Ich nicht. Customisiert. Bei mir ist alles so wie sein, fast alles so wie sein. Ah, okay. So.
jetzt ist alles dunkel und jetzt kann ich die Belichtungszeit halt so anpassen, wie es mir wie es will. Und man kann auch mit wenig Licht arbeiten, dann hat man einfach eine ganz lange Belichtungszeit, das ist völlig wurscht. Ja. Immer ein bisschen unterbelichten, das passt hier auch ganz gut. Man kann nachher da so total viel noch aufhellen. Immer nicht überbelichten, also was weiß ist, ist irgendwie dann totes Licht. Genau, und das andere kannst du ja aufreißen wieder. Ja. Okay. So. Ja, jetzt reden wir nochmal über Focus-Stacking, hast du gerade gesagt, musst du machen. Ne? Warum musst du ein Focus-Stacking machen? Bis Blende 10. Ja, genau. Also bei kleinen Objekten hat man sehr, sehr wenig Tiefenschärfe. Und wenn ich eine Figur scharf habe, ist die nächste schon unscharf. Und wenn ich das so als Foto mache, dann sieht man, dass das Figuren sind. Also in Wirklichkeit ist es halt so, ich sehe den einen Menschen, der dahinter ist, nicht sofort in totaler Unschärfe. Das heißt, ich mache jetzt Focus-Stacking auf jede Figur, fotografiere ich einmal ab, mache so 5 bis 10 Fotos und die rechne ich dann später in Photoshop zusammen. Und dann habe ich das Gefühl, so sieht es auch in echt aus. Und nicht in einer kleinen Miniaturwelt. Mhm. Okay. Dann mach jetzt. Fängst du wahrscheinlich vorne an irgendwo, ne? Genau, ich fange mit dem einem kleinen Spot an. Und dann gehe ich mit dem Fokus halt einfach so ein bisschen von vorne nach hinten. Wenn du wissen möchtest, wie man das Focus-Stacking im Photoshop macht, dazu gibt es ein eigenes Video bei mir auf dem Kanal. Ich verlinke das nochmal am Ende von diesem Video. Jetzt haben wir die Szene nochmal so ein bisschen umgedreht. Jetzt haben wir hier einen Scheinwerfer mit einem Tube drauf, der ein sehr harsches Licht macht, quasi als wenn da so ein Suchscheinwerfer drauf gehen würde. Wir haben die Szene auch ein bisschen umgebaut. Die Kamera guckt also jetzt hier so ein bisschen durch die Ruine durch. Und der Benjamin hält hinten noch eine blaue Lampe rein. Und dadurch haben wir so dieses sehr harsche Licht mit quasi so ein bisschen eine Nachtszene mit einem Suchscheinwerfer, dieser Look, der dadurch entsteht. Und dann kann man die Figuren natürlich hin und her schieben. Und so als Praxistipp, weil der Tube ist zwar sehr klein, aber immer noch zu groß, wenn ich jetzt hier hingehe und die Hand davor halte, zeig's mal. Also muss ich das Bild zeigen. Dann sieht man natürlich, wie sich das Licht jetzt hier ändert. Ne? Wo ich also ziemlich genau mit meinen Fingern jetzt platzieren kann, wo will ich das Licht hinhaben. Oder man kann ein Stück Karton nehmen und jetzt verbrenne ich mir die Finger. Oh. Jetzt haben wir noch so ein bisschen dramatische Szenerie aufgebaut mit einer Figur, die hier vorne steht. Und dahinter ist jetzt so ein Roboter. Und dahinter so eine Skyline. Und der Trick ist ein bisschen, dass wir einen Monitor dahingestellt haben. Und zwar, ich erkläre das ganz kurz. Hier ist eine blaue leuchtende Lampe. Die leuchtet, gibt diese blaue Reflexion auf dem großen Roboter. Und hier ist eine Lampe auf warme Farbe eingestellt. Das ist eine Rollei Soluna 200 BI. Und die gibt halt das warme Licht auf ihn, als wenn er unter einer Straßenlaterne stehen würde oder spät untergehende Sonne oder sowas. So, der Hintergrund. Ich zeige mal, wie viel der Hintergrund ausmacht. Benjamin, wenn du mal den Hintergrund wechselst. Das ist einfach ein großer Monitor dahingestellt. Und durch die Kamera, am besten zeige ich es hier. Ganz, ganz, ganz andere Stimmung. Kann auch passen. Ich müsste jetzt Belichtung anpassen. Ich muss es ein bisschen dunkler machen. Kann natürlich auch passen. Aber dann würde ich, funktioniert nicht. Warum ist der jetzt blau und so weiter? Ich muss das ganze Licht jetzt eigentlich komplett alles ändern. Die Stimmung ist eine ganz, ganz andere. Und so ein ganz einfacher Trick, wie man den Hintergrund austauschen kann. Hast du noch was so zum Vergleich? Ja. Vielleicht irgendwie Wolken, egal. Das könnte jetzt zum Beispiel klappen, das klappt, sieht sehr gut aus mit diesem Roboter. Der sieht jetzt natürlich mega aus. Der Vordergrund ist jetzt natürlich viel zu hell, das müsste ich jetzt austauschen, ne? Also wenn man das hier hinguckt. Der Vordergrund geht es nicht, aber der Hintergrund ist mega geil. Das müssen wir fast nochmal machen. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Das ist das Coole, man hört nicht auf. Man sieht sofort irgendwas und macht was anderes. Aber es sieht mega gut aus, guck das mal an. Jetzt haben wir nochmal die Nebelmaschine angemacht und für ein bisschen Atmosphäre gesorgt. Man sieht es ja hier. Dadurch entsteht ein ganz, ganz anderer Look. Das blaue Licht, was jetzt da hinten auf dem Monitor steht, das ist jetzt sehr diffus durch den Nebel, sichtbar. Auch die Strahlen, man sieht es ja jetzt, die Strahlen von der Lampe sind sichtbar. Ist jetzt alles cool. Ich muss öfter mit Nebel machen, alles sieht cool. Guck mal, wie cool er aussieht hier. Ja. Das hat sehr viel gebracht. Man muss einen Augenblick warten, es ist wirklich dicht vernebelt jetzt hier, damit man das nachher aussieht. Wir haben ein bisschen experimentiert mit Taschenlampe reinhalten und so weiter, aber letztlich mit den beiden Lampen hat das ziemlich cool funktioniert. Cooles Bild. So, ich kann also sagen, der Feueralarm geht doch an, wie wir gerade gemerkt haben. Man muss nur genug Nebel machen. Du sag mal, das ist Sand oder was hast du hier mitgebracht? Ja, das ist kinetischer Sand, das ist so Kinderspielsand und den kann man eigentlich für jede Art von Figuren benutzen. Der ist so sehr stark viskos und der bleibt auch in Form. Deswegen kann man den gut irgendwie benutzen, um irgendwelche Sachen in Szene zu setzen. Da ist Lego, Warhammer. Habe ich mir gleich vorgemerkt für den nächsten Kindergeburtstag. Da kann man, glaube ich, ganz tolle Bogen mitbauen.
Ich hoffe, das war hilfreich, nützlich oder zumindest unterhaltsam oder Horizonterweiterung. Ich glaube, ich muss mal jemanden finden, der mit mir Warhammer spielt. Wollte ich als Kind schon, dann hat irgendwie nie geklappt. Ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Ich hoffe, das war interessant. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Benjamin. Gerne. Danke für die Einladung. Folge ihm auf Instagram, falls noch nicht geschehen. Vor allem, wenn du dich für Warhammer interessierst, weil er da die ganzen Figuren, die man halt so haben muss und so weiter, zeigt und in Szene setzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.